Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks. Ihr seht, ich bin gut drauf. Das liegt am guten Wetter, glaube ich. Wir haben fantastisches Wetter hier in Berlin. Und Berlin ist so eine Stadt, die wirklich aufblüht, wenn hier die Sonne scheint. Und man fühlt sich da manchmal eher wie an der Adria als wie in deutschen London. Von daher bin ich gut drauf, die besten Voraussetzungen hier den Hirschkönig zu legen. Ach, guck mal, hier ist irgendwie so ein niedliches Hündchen. Wer ist er denn? Boah, können wir den mitnehmen? Der ist ja geil. Ist das ein Welpe oder ist der schon erwachsen? Das wäre frech, wenn der erwachsen wäre. Aber ich hatte früher auch einen Hund. Cocker Spaniel Mischling. Und der sah sein Leben lang sah der immer aus wie ein Welpe. Ich meine, eigentlich erkennt man Welpen ja ganz gut, wenn sie so große Pfoten, ne? Also an den großen Pfoten. Aber so also Leute haben gesagt, oh, der ist aber noch nicht alt. Und ich dachte, boah, 12 Jahre jetzt schon halt irgendwie. Naja, aber das alles nur mal am Rande. Wie sieht's aus? Wo sind wir? Wir sind natürlich noch in der Festung des Hirschkönigs. Und wir wissen, hier am Lagerfeuer stehen zwei Gauner rum. Wir haben gut geruht. Wir klicken eben mal hier drauf, um das zu kontrollieren. Ne? Ist hier alles auf Cap. Wunderbar. Okay. Das Spiel ist geladen, das heißt, ich muss jetzt hier nicht extra nochmal safen. Jetzt hör auf, hier rumzukläffen, ey. Du verrätst mich am Ende noch. So, ich gehe mal hier mit dem Rachnan vor. Wir werden auch schon mal mit Octavia. Ah, dieser dämliche Hut, ey. Es sieht so blöd aus, ey. So, wir schleichen mal hier hin. Das reicht, glaube ich. Ah, da sind sie. Da sehen wir sie. So, wir haben die Info an. Und dann gucken wir mal. Dovin von Nisroch. Nisroch hört sich so an wie ein klingonisches Wort, oder? Okay. Der ist Stufe 4 Schurke und Stufe 2 Kämpfer. Das heißt, was sind wir denn? Wir sind doch auch nur Stufe 4. Das wird eine richtig harte Nummer jetzt hier. Ach, ich bin übrigens am Überlegen, Schwierigkeitsgrad was zu verändern. Ich gehe da eben mal rein. Und zwar bin ich am Überlegen. Oder kann ich das hier gar nicht? Ah, hier. Schwierigkeit. Okay. Das hier würde ich gerne aktivieren. Nur der Benutzer der Fertigkeit erhält Fertigkeitswurf Erfahrung. Das finde ich irgendwie ganz geil, weil dann leveln diese. Ist natürlich, macht das Game natürlich nicht einfacher, aber ich glaube, wir können es irgendwie verschmerzen. Und es ist irgendwie ganz geil, dass Leute, die sehr nützlich sind, die werden auch stärker in der Gruppe. Das finde ich irgendwie. Ja, ich sag mal so vom Rollenspielerischen auch ganz interessant. Unbesiegbares Königreich. Yeah. Nee, das wollen wir nicht. Der letzte Atlanti-Modus. Was ist das denn? Okay, ich speichere mal. Ab sofort. Ja, muss ich jetzt zumachen? Ist das gespeichert, ja? Okay, also ab sofort bekommt auch nur der Schurke Erfahrung, wenn denn nur der Schurke eine Falle entschärft. So, was gibt's denn jetzt noch zu beachten? Also wir haben hier einen wirklich finster, angeschlagenen Kampfzauberer. Seinen Namen vergesse ich irgendwie manchmal. Wer ist er nochmal? Regogna, genau. Regogna ist ganz schön angeschlagen, hat auch nur 35 Hitpoints. Das ist nicht so viel. Wir machen die Kampfzauberei mal aus. Lerum Larum bedeutet das ja, dass der nicht in den Infight geht. Ja? Also Kampfzauberei ist quasi unsere Modifikation, dass wir. Aber Vorsicht. Nicht vor lauter Gelaber hier völlig alles Mögliche vergessen. Okay. Dann sind wir schon mal ganz gut in Position mit Amiri. Müssen wir überlegen, wie gehen wir das denn jetzt an? Wir haben natürlich hier so eine Art Obstacle, ne? Und wir haben den Aux. Der ist chaotisch böse und das ist ein Stufe 6 Kämpfer. Also das ist kein Tank, der hat kein Schild, der hat eine Zweihandwaffe anscheinend. Zweihändige Keule plus 2. Ich hoffe mal, die droppt dann für uns, obwohl wir, naja, vielleicht für Amiri. Reflexe 2, Willen 5, Zähigkeit 11. Rüstungsklasse 14 auf dem falschen Fuß allerdings. Nee, gar nicht. 14 und auf dem falschen Fuß. Das heißt, der hat gar quasi, ja klar, der hat 11 nur, Geschicklichkeit nur 11. Das heißt, der hat da keinen Bonus. Bei 12 würde er plus 1 bekommen. Da hätte er Rüstungsklasse 15 und auf dem falschen Fuß 14.
Okay, das heißt, unser Tank muss auf jeden Fall erstmal tanken. Müssen wir mal überlegen. Wir haben halt hier diese Obstacles, die nerven ein bisschen. Was wäre denn, wenn wir jetzt mit Valerie vorlaufen, hier hin und warten hier auf darauf, dass der Gegner hier rumläuft. Das ist ein Schurke hier, der wird verschwinden, denke ich mal. Wenn... Okay, neue Idee. Ich muss natürlich irgendwie überlegen, wie ich mit Rachnern hier flankiere. Die kann da ruhig stehen bleiben. Obwohl, die kann vielleicht... Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, wie gut der Schurke hier Gegner entdeckt, ne? So. Weiter will ich auch nicht gehen. Also, die sind Stufe 6, ne? Also, da kann man nicht so einfach jetzt hier durch die Gegend schleichen, als wäre hier nichts. Also, das ist natürlich dann... Das dauert eine Weile, ne? Aber der Plan ist eventuell... Also, dann Rachnan hier auf die Reise zu schicken. Der muss halt hier ein ganzes Stück laufen. Oder wir stellen uns hier unten hin. Und dann muss er nur hier runter zum Flankieren. Genauso. Mann, die Amiri, die wird auch mal in Tarnung gehen. Die wird zwar direkt aufgedeckt, wenn der dann angreift, aber es geht nur darum, die jetzt zu positionieren. So, ich save hier schon mal, falls mir jetzt irgendwas passiert. Und auch du gehst in Tarnung, einfach damit nichts passiert. Sicher ist sicher. So. Und der ist aber ein bisschen nah am Gegner dann. So. Oh, hoffentlich wird hier jetzt... So, okay, das reicht noch. Ah, das ist nicht so ohne. Zwei Level über uns, das ist krass. Okay, also, Plan ist jetzt... Valerie läuft hier vor. Und dann greifen die hoffentlich an. Dann können wir hier bam bam machen. Bam... Oder warte mal, genau, dann machen wir das nochmal anders. Dann ist der Rachnan schneller am Gegner dran. Die Frage ist nur, was der... So. Die Frage ist nur, was der Gegner macht, ne? Was der Schurke macht hier. So, nochmal safen. Der wird direkt verschwinden. Dann ist die Frage, ob der dann hier mit hinterläuft oder vielleicht flankiert er dann auch und... macht hier unserer Perle hier Stress. Dann gucken wir mal, was wir hier im Zielschlag. Da haben wir aber Verschwinden und wir haben magisches Geschoss. Ne, warte mal. Das machen wir anders, sondern wir hier rascher Rückzug. Verschwinden. Vorbeginn eines Verständnisses für das nächsten Angriffs. Ist eigentlich ganz geil, ne? Magisches Geschoss machen wir mal weg. So. Tauschen wir die noch und dann safen wir nochmal, dass wir das, falls hier irgendwas schief geht, nicht alles nochmal machen müssen. Okay, dann wäre ich ready to go. Ich hoffe, ihr seid es auch. Und ich bin gespannt. Das wird, glaube ich, kein einfacher Kampf hier mit zwei Level 6ern. Okay, und go. Scheiße. Naja, wir können ja auch wieder zurücklaufen, oder was? So. Ja! So, hat jetzt, warte mal, Vorsicht. Mal gucken, nicht, dass die KI jetzt hier irgendeinen Mist macht, ne? So, Tank bleibt mal am Ball. Der verschwindet sofort. Trank Rindenhaut. Jetzt hat er eine neue Rüstungsklasse. Mal, ist es aber noch nicht geprockt oder was? Ne? Okay. So, wir lassen mal langsam laufen. Jetzt können wir, glaube ich, hier schon angreifen. Dann werden wir jetzt hier buffen. Ne, warte mal. Amiri geht hier erstmal. Aber das müsste aber eigentlich passen. Und zwar nicht getarnt, dann ist sie schneller. So, und. Ah, das ist wieder nur auf Griff. Da muss er wieder direkt rangehen, ne? Aber wir haben jetzt zielsicherer Stark. Das ist nur. Self-Buff. Oh, den muss ich auch viel öfters benutzen hier bei ihm, ne? Warte mal, ich will das hier gerade mal eben. So. Das brauchen wir ja nicht in so einer Leiste.
Ich überlege gerade, ob wir jetzt hier Verderben raushauen. Ist vielleicht nicht schlecht. Einfach um den Damage hier zu reduzieren. So. Die Rage da jetzt rein. Das geht aus, solange sie noch kein Aggro hat. Warte mal, bis Valerie jetzt hier zuschlägt. Die trifft sofort. So. Und der castet hier gleich so ein, wie heißt das, Feuer sengender Strahl. So, Rachnan ist auch wieder dran. So, und direkt segnen. Zack, 38 Damage, ba-bam. Ah, Miri, ey. Wir lassen den Bogi nochmal getarnt hier. Ich weiß nicht, wo der Schurk jetzt auftaucht, ne? Bam, hinterhältiger Angriff. Crit, ey. 24 Damage. Alter Vater, ey. Jetzt haben wir dummerweise nichts. So. Der geht direkt wieder. Geht das nicht? Nee. Dann, aber wie viele Verschwindentränke haben wir denn? Ah, nicht so viel. Nee, dann will ich den nicht verheizen. Nee, lassen wir das mal. Dann begibt sich mal der Tank hier auf die Suche. Nein. Ach, jetzt habe ich das nicht gecancelt. Naja, egal. Hab's verwirrt. So, dann Rage sofort aus. Heal nachziehen. Caster nachziehen. So, Rachnan flankierend. So, und Amiri geht hier mit. Bogi geht hier mit. Hoffentlich Strom hat er jetzt nicht da oben rum. Boah, aber das war ja echt krass, ey, wie wir den hier weggeownt haben. Alter Vater. Ist da? So, jetzt ist hier was passiert irgendwie? Nee. Da ist er. Geil! Da haben sich nicht gerade die Gräser bewegt. Das ist ja abgefahren. So. Octavia geht in Position. Magier, Heiler, Amiri hinterher. Jawohl. Ah, Falle. Achtung, Achtung, Achtung. Achtung, Falle. So. Was geil wäre, wenn wir einen Hot hätten, also ein Heal over Time, ne? So, wir buffen Valerie mal. Nochmal so ein sengender Strahl, das war hervorragend. So, jetzt kommt auch unsere süße Maus hier zum Einsatz. So, Strahl geht raus. Ein bisschen, ne. Der war daneben. So. Ne, ach krass, kann man das jetzt nicht machen wieder. Okay. Wachnon. Auf geht's. So. Die hat ihren Buff raus. Und dann kann sie hier mit dem Bogen schießen. So, nice. 15 Damage. Attack. Hinterhältiger Angriff, weil der getarnt ist. Jetzt ist er aber enttarnt. Und jetzt kommt unser Rachnan. So. Und der kann mit dem Auto-Attack mal. Das ist alles. Und zielsicherer Schlag ist ja nur für Nahkämpfe, oder? Du hältst vorüber deine Initiative für die unmittelbare Zukunft deines nächsten Angriffs. Dein nächster Angriffswurf erhält einen Verständnisbonus von plus 20. Also triffst du auf jeden Fall, ne? Aber zählt das dann auch für Zauber? Ist ein Angriffswurf. Da bin ich mir jetzt gerade nicht so im Klaren. Das muss ich mal recherchieren. Angriffswurf ist, glaube ich, nur physischer Angriff, ne? Zack. Okay. Halt! Wir können uns doch gewiss einigen. Ihr habt vermutlich schreckliche Dinge über mich gehört, aber ich bin ein vernünftiger Mann, kein verrückter Mörder. Wenn ihr mich gehen lasst, werde ich diese Gefilde verlassen. Im Tausch für mein Leben verrate ich euch,
wo ich meinen Anteil der Beute aufbewahre. Davan von Nors steht immer zu seinem Wort. Davan von Nor, Nisroch, sorry, nicht Norsch, da war ich schon so in Gedanken. Oh Mann. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ein vernünftiger Mann, der willentlich einen Pfad der Gräueltaten beschreitet, ist 100-mal gefährlicher als ein Wahnsinniger. Ihr könnt ihn nicht gehen lassen, Rachnan. Selbst an der Schwelle des Todes beharrt der Mann weiter auf seiner sündigen Lebensweise. Lass den Schurken nicht ungestraft davonkommen. Na toll, jetzt habe ich hier nur zwei. Aber ich bin halt selbst auch so ein Gauner, Leute. Und ihr seid tot. Ihr seid mir tot lieber. Das ist tatsächlich so, ja. Der ist mir wirklich tot lieber. Okay, jetzt müssen wir mal genau überlegen, was. Also, es ist jetzt, das ist eine ganz schwere Entscheidung, ja. Unser Schurke, ja, aber wir sind ja jetzt ja auch nicht irgendein Schurke, ja. Wir sind der kommende Herrscher über die Raublande. Und diese Bande hat diese Gefilde hier seit Jahren tyrannisiert und malträtiert. Der Tod wäre eigentlich die gerechte Strafe. Das ist wohl so. Aber naja, es ist halt einer unserer Zunft und dazu würde er uns verraten, wo er seinen Schatz feiert. Abgemacht. Aber solltet ihr euer Versprechen brechen, werdet ihr es bedauern, selbst wenn ich mir dazu einen Weg aus dem Abyss bahnen muss. So viel ist eure Ehre also wert. Eine Handvoll Blutgeld? Du hast eine Handlung ausgeführt. Rechtschaffend böse. Der Priester senkt seine Waffe und wendet sich schweigend ab. Ja, so, ne? Davan atmet durch. Ich wusste, es war ein Fehler, mich mit diesem Gesindel abzugeben. Mein Versteck ist in dem Graben links dem Tor. Lebt wohl. Es ist schön, mit jemandem Geschäfte zu machen, der weiß, wie man auf seine Kosten kommt. Was heißt Bing? Es hat in meinem linken Ohr hat es irgendwie Bing gemacht. Der haut ab. War das jetzt irgendwie Kacke? Naja, was soll ich machen? Ich kann halt nicht aus meiner Haut. Nee, Kampf, nee, Biografie hier. Naja, das nächste Mal sind wir wieder ein bisschen. Aber es ist Davan von Nosroch. Nisroch, oh Mann. Ist ja auch ein komischer Name. So, warte mal. Ich wusste, es war ein Fehler. Mein Versteck ist in dem Graben links neben dem Tor. Und der hätte vielleicht auch geile Sachen getroppt. Aber hier. Der hätte vielleicht auch geile Sachen gedroppt. Naja, wir gucken uns mal an. Was? Achtung, stopp, 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 was macht ihr denn? Stopp! Meine Güte. Aua, geht ja durchs Feuer, ey. Okay. Falle wurde wohl ausgelöst. Aua. Aber coole Falle, ey. Löst Beschwörungszauber aus. So, war hier noch irgendwas? Nee. Da ist noch was in dem Fass.
Ah ja, ein bisschen Fisch. Schön köstlich. So, Moment jetzt mal. Wir müssen in dem Graben links neben dem Tor. Da gehen wir jetzt mal hin. Ich muss unbedingt gleich mal offscreen gucken, warum die hier nicht mehr rennen. Was da los ist. Das ist Tor. Da gehen wir mal hin. Schauen mal. Hoffentlich lohnt sich. Hat sich das gelohnt, ey. Das war schon eine fiese Entscheidung, ne? Also, ja. Unser Heiler ist halt. Unser Heiler ist halt schon extremst wichtig. Also, kommen wir da irgendwie hin? Oder? Guck mal hier. Wie kommt man da hin? Ah ja. Oh, ein Diamant. Ich hätte lieber ein paar Items für meinen Schurken gehabt, muss ich ehrlich sagen. Hm. Weiß nicht, ob das so eine... Naja, aber wir sind ein rechtschaffend böser Gauner. Also, wenn uns einer Geld anbietet, ganz schwer da Nein zu sagen. Ganz, ganz schwer. Okay, dann erteilen wir hier einen Marschbefehl zurück in die Festung. Wir werden hier, oder warte mal, wir werden hier mal außerhalb werden wir rasten. Ein letztes Mal rasten wir vor dem Angriff auf den Hirschkönig. So. Und den werden wir in der nächsten Folge angreifen. Es läuft richtig gut. Ich hatte es in den letzten Folgen schon mal gesagt, es läuft richtig gut, es macht mir richtig viel Spaß, das ist einfach eine geile Gruppe so, auch wenn die Entscheidung natürlich ein bisschen Zwist innerhalb der Gruppenmitglieder gesät hat, ja, mal gucken, wer uns da auch noch begegnet in Zukunft. Und ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du hier bis zum Schluss dabei geblieben bist, und ich hoffe natürlich, du bleibst der Serie treu. Und falls du noch kein B-Seiten-Gamer bist, ist rechts unten ein Abo-Button für dich. Ansonsten empfehle doch diese Serie weiter, teile sie mit deinen Freunden und Verwandten, dass dieses Let's Play uns auf B-Seiten-Gaming noch lange, lange erhalten bleiben wird. Wir sind kurz davor, die Herrschaft über die Raublande an uns zu reißen. In diesem Sinne, ich bin der Basti, ich bin hier raus. Ciao, ciao.